Und jetzt ist er da, Laith Eldin. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast heute und Sehr zu gerne. uns ins Studio gekommen bist. Die weite Fahrt aus Koblenz hast du auf dich genommen. Im Stau und alles. Und du bist fast nicht 120 Kilometer. Fast schief gelaufen. Ja, nein, alles gut. Aber du hast es noch geschafft. Ja, sehr, sehr schön. Alle wollen ja nach Köln und die Kölner, die aus Köln rauskommen, sind schlecht gelaunt. Wir sind aber in Düsseldorf. Ja, wir mussten doch in Köln vorbei, so, okay. Um hierher zu kommen. Wir mussten es ja passieren. Okay, ja. Sehr schön. Du hast ein Album mitgebracht, was, wenn alles gut geht. Und ja. Genau das beschreibt auch der Titel. Dass es ja eigentlich alles gut ist. Aber das muss man erstmal erkennen. Fast. Fast? So, so ähnlich. So ähnlich. Was, wenn alles gut geht, geht es eigentlich um Entscheidungen. Und ich gehöre zu den Leuten, die ja zumindest mal ihr halbes Leben lang Entscheidungen so getroffen haben, dass ich immer darauf gewartet habe, dass irgendjemand irgendwas passiert oder jemand für mich entscheidet und ich nichts anderes machen muss, als so schafmäßig folgen. Damit wirst du natürlich nicht glücklich. Und ja, nachdem ich 40 geworden bin, dann irgendwann mal zwischendurch mal so, ist mir das klar geworden, da sind noch ein paar andere Sachen passiert, die mich so ein bisschen auf die Spur gebracht haben. Und inzwischen versuche ich wirklich, diese Entscheidung immer selber zu treffen und sie nicht zu bereuen, sondern letztendlich die Konsequenzen auszubaden. Damit funktioniert es viel besser. Und also ohne jetzt zu tiefgründig und psychologisch zu werden, aber woher meinst du, kommt das, dass du das früher anders gemacht hast, dass du dich immer leiten lassen hast? War das irgendwie familiär begründet oder? Ja, ich glaube, das ist, wenn man keine Lust hat, richtig Verantwortung zu übernehmen. So. Ich glaube, daher kommt das. Ich hatte dann zwischendurch in so eine kleine Depression auch reingerauscht und ich habe ganz tolle Leute auf der Reise kennengelernt und habe viel über mich gelernt und tue das immer noch. Und das Spannende dabei ist, dass ich nicht gedacht hätte, dass ich an dem Punkt meines Lebens einfach nochmal die Option kriege, das Ganze irgendwie anders aufzuzäumen. Und bin jetzt gezwungen, das zu tun, mach's aber auch sehr gern. Was für Musik hast du da eigentlich gehört in der Zeit, als es dir nicht gut ging? Nicht meine eigene. tue ich ja eh nie. War wirklich alles dabei. Also es war noch nie so, dass mich Musik aus schlechten Zeiten über eine lange Phase aufgefangen hat, sondern ich bin jemand, der immer mischt zwischen irgendwie einerseits quasi, das geht so von Sade über Metallica zu Prodigy und wieder zurück. Ein relativ großer Weg und das hat nicht aufgehört in keiner Phase meines Lebens. Also es ist nicht so, dass du in der schlechten Zeit einfach sagst, ich würde überhaupt nichts mehr mit Musik zu tun haben und ich schalte mal komplett aus und sitzt zu Hause und guck auf eine schwarze Wand. So schlimm war es nicht? Nee, das überhaupt nicht. Also letztendlich war Musik... Warte mit dem Messer auf. Ja. Nein, überhaupt nicht. Musik war einfach immer was, oder wird immer was sein, glaube ich, was mir wirklich was Positives gibt. Und du kannst dich ja mit vielen Stücken sofort in deine Vergangenheit teleportieren. Das finde ich ja das Großartige. Mhm. Das habe ich auch ab und zu getan, ohne dass ich jetzt dann da saß und sagte, oh ja, endlich wieder 15. Sondern habe mir einfach ein gutes Gefühl abgeholt. Und damit hoffe ich, höre ich hoffentlich nie auf. Und es gab ja einige Leute, die gesagt haben, du hast eine lange Pause gemacht, aber du warst eigentlich immer da. Also deine Songs werden ja immer noch gespielt, auch deine alten Songs im Radio und man hört dich immer überall, man sieht dich. Du hast auch eine Fanbase, die sehr treu ist. Wie hast du die erlebt in der Zeit, als es dir nicht so gut ging? Gar nicht, die haben das gar nicht mitgekriegt. Ah. Ich habe tatsächlich seit dem von dem letzten Album bis zum aktuellen waren es 3 Jahre. Ja, das ist eigentlich gar nichts. Keine absichtliche, ne? Pause, mhm. Eigentlich nicht. Dann habe ich irgendwann zwischendurch gelesen, das große Comeback und dachte so, was? Aber ich mache doch gar nichts. Ich möchte kein Comeback machen. Und habe letztendlich erst mit der Platte angefangen, mit meiner Krise öffentlich zu werden. Und das war genau das Richtige, weil mich ganz viele Leute von draußen abgeholt haben. Auch wir waren gerade auf Tour. Auch auf Tour habe ich ganz tolles Feedback bekommen. Es war zum ersten Mal so, dass ich eigentlich Leute abholen möchte, aber sie mich im Umkehrschluss abholen. Und das ist eine echte Neuerung für mich persönlich. Wenn du vor vielen Leuten stehst oder vor wenigen Leuten stehst, was ist so das Erste, was dir durch den Kopf geht, wenn du den ersten Akkord spielst oder wenn eine Band den ersten Akkord spielt? Gibt es da sowas, was immer da ist, so das Gefühl von unglaublich, dass sie hier stehen und mich hören wollen? Oder ist es eher totale, ich spiele mein Ding und merke die gar nicht? Oder wie fühlt man sich? Ich meine, es kommt immer darauf an, wer in der ersten Reihe steht. Mhm. Wie sehen die denn aus? Mein erster Gedanke ist meistens, bitte singt nicht mit. Je mehr Leute mitsingen, desto schneller vergesse ich tatsächlich den Text. Egal, ob ich jetzt eine Nummer spiele, ja, ist furchtbar. Und das passiert tatsächlich nur, wenn ich die Leute so laut singen höre, dass ich sie verstehen kann. Das passiert auch ab und zu. Und hinten raus ist mir das egal. Bei der ersten Nummer bringt es mich komplett aus dem Konzept und deswegen stiere ich so übers Publikum drüber und versuche niemanden zu fokussieren. Weißt du eigentlich noch, was der erste Song war, was du auf der Gitarre gelernt hast? Ja, das war so ein Abklatsch eines Blues-Klassikers namens Hideaway. Das kennen viele Leute, die anfangen, Gitarre zu spielen, wenn man das gerne mal nutzt. Und das habe ich mir zu Hause zur Bitterkeit bis zum blutenden Ohren meiner Mutter habe ich mir das drauf. Und hast du damals, als du Hideaway gespielt hast,
dir schon Gedanken gemacht, wie es sich anfühlen könnte, wenn Leute deine Texte mitsingen auf der Bühne? Überhaupt nicht. Nee? Überhaupt nicht. Ich wollte tatsächlich nur Gitarre spielen. Mhm. Habe mich auch darauf vorbereitet, Rockgitarrist zu sein, was ich ja auch für drei, vier Jahre eher war. Schön die Haare lang, Verzerrer, schön Gitarre, mosch, mosch, mosch. Gibt es da noch Fotos von? Da gibt es noch Fotos von. Sind die im Netz? Nee, ich suche die gerade selbst. Oh, okay. Keiner davon im Netz, was ich ausnahmsweise mal schade finde. Ja. Es gibt so viel beschissene Fotos im Netz, die ich gar nicht sehen muss, aber gerade diese mit Mähne finde ich ganz lustig. Und dann kam ja erst diese Singgeschichte und damit ging das alles erst los. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du wirst auch zweimal performen, einen Song von deinem aktuellen Album und ein altes Lied, das ich mir gewünscht habe, aber dazu erst später. Außerdem werden wir noch einen kleinen ein Spiel mit dir spielen. Ah! Keine Sorge, nichts irgendwie, was man von Hochzeiten kennt oder so. Wahrheit keine Sorge. Oder Pflicht. Oh, das könnten wir aber spielen. Aber das bereite ich noch vor. Erstmal gebe ich ab in den Sport und Peter hat auch einen wunderbaren Gast. Vielen Dank, dass du heute da bist und jetzt erstmal mit dem Sport weiter.